Ring, 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 Hashtag Lappenalarm. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblingsformat namens Hashtag Lappenalarm. Mein Name ist Franz, ich bin euer Oberlappen und präsentiere euch diese neue Ausgabe von dieser Call-In-Sendung. Das heißt, ihr könnt gleich mich anrufen, wenn ihr live dabei seid. Entweder auf beam.pro/franzzock, meine Lieblingsplattform, auf youtube.com/derfranzzock, meine zweite Lieblingsplattform und aktuell gerade auch auf Instagram. Halli, hallo, hallöle. Die werden die ersten paar Minuten auch miterleben können, weil danach sind ja ein paar Anrufer dabei. Und leider, weil man ja bei Instagram nicht via OBS streamen kann, kann ich euch leider nicht die Anrufer präsentieren, wegen Tonsignal und so weiter. Dementsprechend kommt rüber zu Beam, wenn ihr Bock habt und ein bisschen Blut geleckt habt. Ja. Ansonsten, Lappenalarm kommt jeden Mittwoch. Kommt ab und zu, sagen wir so, und wir labern über sämtliche Dinge. Das können verschiedene Dinge sein. Das kann Independent Wrestling sein, das kann WWE sein, das kann Gossip sein, das können eure persönlichen Probleme sein, das können meine persönlichen Probleme sein, das kann alles sein, was mir passiert ist, was euch passiert ist. Ist mir scheißegal. Ein Format von Lappen für Lappen. Hört sich gut an, finde ich auch super. Ganz genau, ganz genau. Von daher ist das super, ey. Oh je, oh je, oh je. Deswegen, labern wir am Anfang ein bisschen so. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden. Meistens nur GWF. Ja, wenn ihr nicht anruft zu anderen Themen, dann kann ich auch nicht über andere Themen labern. Es tut mir leid, dass ich nun mal so in GWF involviert bin, dass es im Prinzip aktuell so mein kompletter Lebensinhalt ist. Es tut mir leid, ich hab doch nichts anderes. Es ist so unglaublich. So, also Freunde. Legen wir los. Worüber rede ich am Anfang? Ich überlege gerade. Ich habe beim letzten Mal eigentlich schon voll viel erzählt. Ich hoffe, der Tim und Alex stürmen noch irgendwie später rein, aber ich glaube, die nehmen gerade selber GF the Talk auf oder sowas in der Art. Auf jeden Fall kann ich sagen, nochmal. Nochmal neu. Nein, natürlich. Okay, was steht demnächst alles an, falls ihr wissen wollt, wo ich bin? Also, übernächstes Wochenende bin ich von 9. März bis einschließlich 13. März bin ich im Westen. Ja, ich bin in Oberhausen und Essen beim Karat und bei dem Academy-Event und keine Ahnung. Ich guck mal, ob Tim und Alex hier noch kommen, dann können wir ein bisschen erzählen, was wir dort machen. Wir machen dort etwas in Sachen Berichterstattung und der Rest erkläre ich euch später, wenn sie nicht mehr da sind oder wenn sie noch kommen, dann erzählen wir euch das gemeinsam, wenn nicht, erzähle ich euch das einfach am Ende. So. Dann, was war noch? Genau, 25. März, Hamburg, GWF, Wrestling Stars mit Matt Riddle, ehemaliger UFC-Fighter. Das sind so die nächsten Termine. Und falls ihr euch gerade fragt, das ist der Chat auf Beam. Ich sehe aber den Chat auch auf YouTube und den Chat auf Instagram. Der ist aber ein bisschen doof, weil dann kann man ja ein bisschen vernachlässigen. Ne? Gut. Wirklich kann auch ruhig mal wieder tanzen hier, oder? Das wäre mal was. Jo, Leute, worüber soll ich reden? Ist nichts passiert bei mir in der letzten Woche, glaube ich. Ich habe wieder Booster gekauft. Zwar keine Riesenpackung, aber immer mal wieder kann man sich das gönnen, ne? Kekse sind auch gut genommen. Sonst rufe ich ihn bei Skype an. Das WWE 2K17 Turnier. In diesem Moment, wo ich das gerade aufnehme, habe ich ein Turnier gemacht. Ein Turniervideo, ein Ankündigungsvideo hochgeladen. Das könnt ihr auf meinem Kanal finden irgendwie. Und wenn ihr Bock habt, in 2K17 Lappenway Champion zu werden, ja, ich meine, einen prestigeträchtigeren Titel gibt's ja fast gar nicht, dann könnt ihr euch das Video einfach mal angucken. Ich verlinke es euch hier jetzt nicht, weil ich zu faul dafür bin, aber ihr könnt es euch vorstellen, als wäre der Link da und dann sucht ihr einfach selber auf meinem Kanal. Könnt ihr Ruhm, Ehre und Stolz erlangen. Ansonsten bin ich immer noch auf der Suche, oder ich suche Leute, die Bock haben, ein wenig zu helfen bei der GWF. Ja, das heißt, wenn ihr Bock habt, die GWF zu supporten, ehrenamtlich mir ein bisschen zu helfen in Sachen Übersetzungen und Untertitel, dann könnt ihr gerne in die Facebook-Gruppe kommen, die heißt GWF Übersetzungen und Untertitel. Ich poste euch den Link jetzt hier auch gerne nochmal in den Chat. Das heißt, jeder, der einigermaßen fehlerfrei schreiben kann, in Deutsch, auf Deutsch, auf Englisch und jegliche andere Sprache, die kann ich alle gebrauchen. Denn demnächst wollen wir bei der GWF viele Sachen mit englischen Untertiteln anbieten, vor allem mit Women's Wrestling Revolution oder auch demnächst jetzt Chaos City und so weiter. Und dort brauche ich immer Leute, die am besten einfach
das genau aufschreiben, was in dem Video gesagt wird, also ein Transkript erstellen, ja, dann brauche ich jemanden, der von diesem Transkript basierend Untertitel dazu erstellt, und dann brauche ich jemanden, der von diesen Untertiteln nochmal eine Übersetzung macht. Im Zweifelsfall kann man auch die ersten zwei Schritte überspringen und direkt die englischen Untertitel machen. Ich habe in der Gruppe auch ein Tutorial gepostet, wie man einfach und effektiv Untertitel machen kann. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal in die Gruppe, guckt das Ganze an, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr bekommt dafür alle Pay-Per-Views for free sozusagen, wenn ihr ein bisschen mithelft. Also die Pay-Per-Views, die dann kommen von der GWF. Macht ihr immer noch Werbung dafür oder schon wieder? Ich weiß auch nicht, ne? Flo ist ja auch am Start. Guck mal, das ist doch schön, das ist doch schön. So, das Turnier haben wir abgehandelt, die Gruppe haben wir abgehandelt. Wir brauchen neue Kommentatoren für die GWF. Da könnt ihr auch eine Bewerbung an mich schreiben. Aber da machen wir bestimmt nochmal einen extra Aufruf. Aber dafür haben wir jetzt leider aktuell keine Zeit. Gut. Muss jetzt noch irgendwas loswerden? Ist jetzt noch irgendwas, was ich unbedingt sagen möchte? Was hältst du von der Fehde zwischen Triple H und Seth Rollins? Genau, Seth Rollins hat jetzt angekündigt, dass er bei WrestleMania 33 dabei ist, ne? Wow! Hat er gesagt, dass er bei WrestleMania 33 im Ring stehen wird oder dass er nur dabei ist? Was hat er genau gesagt? Ich weiß es nicht ganz. Irgendwie sowas um den Dreh. Das mit Tom Phillips! Das war ja lustig! Habt ihr das mitbekommen? Danke, der Nigo hat das geschrieben. Fragt doch mal Tom Phillips an. Habt ihr das mitgekriegt? Tom Phillips, da ist irgendwie ein Screenshot rausgekommen, wie er einer Dame geschrieben hat. Ich weiß nicht ganz, ob es ein Fake war oder was auch immer. Er hat einer Dame irgendwie geschrieben. Ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, deswegen würde ich es gerne zitieren. Wie finde ich es hier? Warte mal. Wo ist denn der Screenshot? Da! Genau, er hat anscheinend irgendeine Tussi auf Instagram geschrieben, obwohl er verheiratet ist. Und er hat dann ihr irgendwie gesagt, also er hat ein Selfie geschickt von sich im Flugzeug und schreibt dann: I'm in my seat with a massive erection and a 4 hours flight ahead. I'm going to face fuck the shit out of you. Sehr schön. Ja, so ist das als WWE-Announcer. Naja, dass man da jetzt so ein riesen Ding draus macht, weiß ich auch nicht ganz. So schlimm. So schlimm war es jetzt nicht. Aber in unserer sehr konservativen Gesellschaft ist das natürlich schon wieder ein halber Skandal. Ist ja. So, hatten wir noch irgendwelche Skandale in den letzten Tagen in der Wrestling-Welt, über die man labern könnte? Es gab doch, warte mal, gab es nicht bei TNA irgendwas? Die verlieren doch ganz viele Leute gerade, habe ich mitbekommen, ne? Galloway geht weg, irgendwie die Hardys, da steht's auch nicht so ganz gut super drum. Irgendwie, was ist da los? Was ist da los? Kann mir das jemand erklären? Worüber, was sind die Gerüchte? Was geht ab in Wrestling in der Welt, ne? Unglaublich. Ansonsten, gossipmäßig im Wrestling Deutschland ist ja gerade so, dass anscheinend ein paar Leute von der GWF gerade gehen. Hat man ja jetzt mitbekommen. Hört euch am besten dazu ein paar Interviews bei GF The Talk an. Plug ich hier doch direkt mal. Und zwar hat jetzt letztens Pete Bouncer verkündet, dass er keinen Bock mehr auf GWF hat. Dann hat, jetzt muss ich genau überlegen, Koray hat verkündet, dass er nicht mehr bei der GWF auftreten wird, jedenfalls in nächster Zeit. Dann hat André Trucker hat seine Karriere komplett beendet. Und keine Ahnung, was ist da los? Da kann man viel spekulieren. Ging da noch mehr oder ging da nicht noch mehr? Sollte ich mich dazu äußern als GWF-Mitarbeiter oder nicht? Oder will ich einfach bloß, dass ihr viel diskutiert? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Naja, Hardys gehen doch vielleicht wieder zu WWE, oder? Na, die Möglichkeit besteht doch immer. Von daher, vielleicht gehe ich auch zu WWE. Wer weiß. Die Möglichkeit besteht immer. Was ist denn noch so los? Gab's noch irgendwie krasse Gossip? Leute, ihr mögt doch alle Gossip. So, brauche noch ein paar gute Namen für meine Promotion. Sorry dafür. Wie, was mit deiner eigenen Promotion? Flo, das musst du mir mal erstmal erklären. Was ist da los? Erklär mir das mal. Willst du das ein bisschen jetzt bei Lappenalarm kurz mal erläutern, wenn du Bock hast? Das kannst du gerne, wenn du möchtest. Ich grüße auch die ganzen Leute, die... Franz steht wieder auf dem Schlauch. Leute, ihr kriegt doch nichts mehr mit hier im Internet. Das ist doch eine Katastrophe. Ihr kriegt doch nichts mehr mit. Franz wird niemals mehr gefragt. Es ist doch... Hat da wer Gossip gesagt? Genau.
können ja auch mal, ich weiß ja doch nicht, ob alle zu, niemand sagt mir heutzutage mehr was. Es ist sehr schlimm. Es ist sehr, sehr schlimm. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Nur, ich würde sagen, dann können wir so langsam schon Leute reinholen in das Gespräch. Ihr könnt mich anrufen über Discord. Ups. Discord findet ihr, oder den Discord-Link findet ihr hier. Moment. Copy. Was hattest du denn gerade angesprochen? Ich weiß es doch nicht mehr, Flo. Ich habe doch keine Ahnung mehr. So, dort einfach raufgehen. Das ist er. Die Leute bei Instagram fragen sich natürlich, was ist denn hier los? Und dann könnt ihr dort draufgehen oder könnt ihr mit mir labern. Jetzt seid ihr in der Wartehalle und ich ziehe euch eventuell rein. Ich warte noch auf den Perky. Herr Perky, dieser Perky, ne? Der war mal, Perky war so oft bei Lappmalarm oder war so ein Regular, dass ich ihn sogar schon in die Standard-Tags von Lappmalarm reingehauen habe. So, und jetzt ist er immer in den Tags drin, obwohl er gar nicht dabei ist, ne? So ist er. Erfolgsgeier, jawohl. Und auch Perky immer mit seinen komischen Videos. Dieses Video wurde vor einem Jahr aufgezeichnet. Ja, ich erwarte in dem nächsten Jahr 200 neue Abonnenten. So, und dann sagen alle so in den Kommentaren, wow, Perky, wie schnell bist du denn gewachsen? Und Perky, so bescheiden. Ja. So war dem. So war dem. Naja. Aber ich werde ihn ja, das wird, glaube ich, ganz lustig. Beim Karat ist er ja auch da. Ich glaube, Björn ist auch da. Mach ihn nochmal nach. Nee, ihr könnt ja zurückspulen. Das geht ja. Das wird ganz lustig. Okay, gut. Ich habe nichts mehr, glaube ich, loszuwerden. Wenn nicht, fällt mir das bestimmt noch ein. Ich hoffe, Tim und Alex kommen noch. Immer schön tief stapeln. Genau, so heißt das Wofesu. Vielen Dank, Lex 0502, für diese wunderbare Lex 50 bist du nicht. Egal. Mann, immer diese komischen Nutzernamen bei Instagram. Könnt ihr nicht überall gleich heißen? Gut, bei Instagram, ich hau jetzt hier ab, denn ihr hört jetzt sowieso gleich die Anrufe nicht mehr, die mit denen ich laber. Von daher kommt rüber zu beam.bro/franzockt oder auf youtube.com/derfranzockt und dann könnt ihr auch alles hören. Bis dann. Ciao, bei Instagram. Video, Live-Video beenden. Fertig. 101 Zuschauer, immerhin. Gut. Ziehen wir rein. Einfach einmal nochmal nachmachen. The one and only. So, jetzt machen wir. Bei mir würde das Video heißen, das Video habe ich vor einem Jahr gemacht. Jetzt habe ich... ich glaube auch. So, ich ziehe Max rein. Max, hi-ho. Hi-ho. Hallo. Oh Gott. Ich hoffe... Bist du so laut? Nee, alles gut, warte. Warte, habe ich dich irgendwie lauter gestellt? Nein, alles gut, ich habe das Lautsprecher allgemein laut. Max, what geht ab? Ja, ich war jetzt eine lange Zeit nicht mehr da. Echt? Keine Ahnung. Ja, war schon ein bisschen. Ich glaube, dieses Jahr noch gar nicht. Wollte eigentlich schon früher da sein, weil ich habe mir ja nach dem Royal Rumble ein paar Freunde gemacht auf Facebook der Franzock Community Gruppe. Oh je, da ist mal so ein bisschen. Da ist auch krasse Sache los. Übrigens, genau, das kann ich direkt pushen. Der Gute, wie heißt der? Yannick, der hat in der Friends-Gruppe und in der Paraflow-Community-Gruppe oder wie auch immer die da heißt, Paraflois oder was auch immer, der hat ein Tippspiel gemacht für Fastlane und er bildet dann irgendwie einen Durchschnitt und guckt, welche Community allgemein irgendwie besser abgeschnitten hat oder so. Da könnt ihr gerne mitmachen, dort werde ich auch mitmachen, Flo wird auch mitmachen, soweit ich das weiß. Und dann gucken wir, wer die coolste Community hat. Bam. So, du bist weiter. Erzähl ausschweifend deine Geschichte. Ja, ich habe ja, der Royal Rumble ist jetzt schon einen Monat her und ich habe nach dem Royal Rumble, als ich halt schon gelesen habe, wie die Leute dann so reagiert haben, unter anderem auch auf die Nummer 30 im Rumble. Ja. Wie war deine Reaktion eigentlich, bevor ich weitermache? Reigns. Na, ich habe ja zum Glück, also ich habe den Rumble angefangen live zu gucken, aber das Rumble Match selber habe ich ungespoilert dann am Mittag irgendwann gesehen. Mhm. Und dann war ich am Ende doch ganz froh, dass ich nicht aufgeblieben bin für die Kacke da. Also erstmal die Nummer 30, natürlich voll die Enttäuschung, klar. Wird natürlich schon irgendwie Sinn machen, aber dass man dann wirklich einen Roman Reigns dahin packt, weiß ich nicht, halte ich für schwierig. Aber ich fand es nicht ultra schlimm. War einfach bloß so ein bisschen enttäuscht für den ersten Moment, aber habe jetzt nicht einen riesen Hass auf die WWE bekommen und dann von wegen, ich kriege jetzt mein WWE Network Abo. Das mache ich nur nicht. Und ja, dass der Ort, dass Randy auch noch gewonnen hat, so, ne? Ich fand es ja lustig, wir haben ja dann
in der Pre-Show bei Martin, da war ja auch Ingo Vollenberg mit dabei und er hat gesagt, oder er meinte, er wäre so mit jedem einverstanden oder fast mit jedem einverstanden, der gewinnt, außer Randy Orton. So, und dass dann auch Randy Orton gewinnt, er so, naja, ah, Mann, vor allen Dingen, die, so toll sind ja immer die WrestleMania-Matches von Randy Orton leider nicht, jedenfalls aus meiner Sicht. Ich hab nie so die große, emotionale Investment-Gedöns gehabt, bei seinen Matches bei WrestleMania. Ich meine, mit der Wyatt-Family geht jetzt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt schon wieder aufgebrochen wird und dass sie jetzt wirklich, einfach das Match gegeneinander haben werden oder dass sie jetzt doch turnen. Ich fänd's mal, hätt's einen interessanten Ansatz gefunden, hätten sie es ein bisschen länger durchgezogen. So, ja, also wie gesagt, war ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht ultra enttäuscht. Ja, und auf Facebook war das halt ein bisschen anders, weil da haben sich ja direkt angefangen, Arschloch, scheiß Arschlöcher, WWE Booker, ihr könnt und hier und da und was weiß ich. Und da habe ich mich dann fast morgens um 6 wirklich dahin gesetzt und habe einfach einen Wall of Text geschrieben, um mir einfach mal so ein bisschen was von der Seele geschrieben, weil mich dieses ständige, ach ey, man hätte doch die NXT, man hätte die Leute so gut überbringen können und warum macht man Roman Reigns Nummer 30, warum keinen Samoa Joe, warum keinen Nakamura, es gab viel zu wenige Überraschungen in dem Ding. Und ich denke mir einfach, Leute, wenn ihr eine Überraschung erwartet, ist es keine Überraschung mehr, dann ist es, das ist Quatsch. Naja, Moment, also wenn man von, also ich finde schon, dass man beim Royal Rumble von Überraschungen ausgehen darf. Also man darf natürlich nicht davon ausgehen von spezifischen Leuten. Aber man darf nicht erwarten, dass diese dann auch da sind. Man darf nicht erwarten, Shinsuke Nakamura, dass ein Samoa Joe kommt. Nee, aber ich glaube, ich glaube, die allgemeine Frustration war halt einfach, dass allgemein wenig coole Leute, neue Leute dazugekommen sind. Gab es denn irgendjemand, der wirklich debütierte? Nee, ne? Ich meine, gut, ein Jack Gallagher. Ja, aber der ist ja schon Main Roster gewesen, oder? Der war schon im Main Roster. Man hat einen Ty Dillinger. Völlige Überraschung, dass der als Nummer 10 da rauskommt. Ja. Ansonsten, ich glaube, ja, wirklich so viel über. Gut, Ellsworth. Aber. Ja, aber ich glaube, das ist halt der allgemeine Punkt, dass halt wirklich niemand cool, also wirklich überhaupt keine richtig dolle Überraschung dabei ist. So. Ja, aber muss das doch auch nicht. Es muss doch nicht jedes Jahr irgendjemand Besonderes oder sowas drin sein. Ja, muss ja auch nicht besonders, also einfach bloß, dass man ein bisschen überrascht ist, so, oder nicht? Das ist doch für mich einer der Reize, warum der Rumble so gefeiert wird, dass man halt einfach coole neue Leute, auch wenn es so One-Time-Only ist, oder wir hatten ja nicht mal coole Legenden drin, oder? Wo man sagen würde, wow, Team mal wieder in einem Ring oder so? Nicht mal ein DDP oder so? Ja, das nicht, das kommt vielleicht noch. Es ist noch WrestleMania. Ja, aber ich meine, Andre the Giant Memorial Battle Royal, wer weiß, was da kommt. Ich meine, letztes Jahr kam Shaquille O'Neal, damit hat man auch nicht gerechnet. Aber ich finde einfach diese Erwartungshaltung, dass irgendwas passieren muss oder sowas. Früher habe ich mich halt vor den Fernseher gesetzt, wenn Wrestling kam und ja, mal gucken, was passiert. Und ganz ehrlich, das war die schönste Zeit im Wrestling, wo man einfach nichts erwartet hat, sondern einfach das Ganze auf sich zukommen lassen hat. Ja, aber und die Zeiten gibt's heutzutage nicht mehr. Und das zu sagen, ja, aber es muss doch so sein und man hätte das machen können. Man hätte, könnte, müsste, sollte. Ich fand, dass Roman Reigns Nummer 30 war als Schlag ins Gesicht für jeden Smart Mark im Internet, der gegen Reigns ist, eine gelungene Sache. Weil weil für mich das ist so der Punkt, ihr schaut es, aber wir machen das Produkt. Und wir machen vieles, was ihr macht, aber nicht alles. Und es gibt auch mal Sachen, die euch nicht gefallen müssen und wir machen sie trotzdem. Ja. Wie gesagt, ich finde es schwierig, weil vor allem die WWE vermarktet doch selber den Royal Rumble so, dass alles passieren kann und dass dort die größten Überraschungen und so weiter passieren. Und wenn er halt wirklich das muss nicht. Ja, aber. Das ist es, es kann. Aber ich würde dir allgemein übers ganze Jahr zustimmen, dass man nicht das Anrecht hat, Überraschungen zu erwarten bei der WWE, bei der WWE-Veranstaltung. Aber ich finde, den Überraschungswunsch, egal auf wen, ohne spezifisch zu sagen, wer kommen soll, beim Rumble am gerechtfertigsten. Dass man sagt, okay, der Rumble, okay, ich freue mich auf die Überraschungen, die dort passieren, weil der Rumble voller Überraschung stecken sollte, meiner Meinung nach. Das ist doch, also für mich macht der Rumble, macht das Unerwartete beim Rumble immer den Charme am Rumble aus, oder nicht? Weil ich gucke nicht gerne zu, wie eine Stunde Leute versuchen, sich halbherzig übers Seil zu schmeißen, bis sie dann richtig plump übers dritte Seil dann irgendwie geschubst werden oder so. Das macht den Rumble für mich nicht aus, sondern Leute, coole, überraschende Momente. So.
Oder nicht? Oder was? Oder guckst du einen Rumble ja, gerne, weil Leute lang, so ständig in der Ecke liegen, wie Jericho eine Stunde im Match ist und dann doch nicht gewinnt? Och, warum nicht? Kann auch interessant sein. Für mich, ich brauche dafür die Überraschung nicht, weil für mich hat das Match einfach so viel Prestige. Und wenn ich mir die ersten Matches zum Beispiel angucke, da gab es auch nicht wirklich viel Überraschung oder Besonderes. Wenn man die Jahre mal anguckt, da ist es nicht so, natürlich heutzutage, da fällt das dann mehr auf, wenn ein, was weiß ich, ein DDP oder sowas von früher reinkommt. Aber früher, da gab es nicht so viel als 2002 in Mr. Perfect. Ja, das war dann mal eine Überraschung. Aber wenn ich die Jahre zuvor gucke, ja, da waren dann mal ein paar dabei. Aber auch keine riesigen Überraschungen. Deswegen, ich brauche für das Match, was schon Geschichte und Prestige sowieso hat, kann auch Überraschung sein, wer kommt, zum Beispiel in Goldberg. Was wäre, wenn Goldberg jetzt auf einmal als Nummer 4 rausgekommen wäre? Wäre auch eine Überraschung. Ja. So. Und Strowman ist Nummer 8 gewesen oder keine Ahnung was. Was passiert, wenn der bis zum Ende durchhält? Sowas können dann auch Überraschungen sein. Aber dann brauche ich eben keine alten Leute, die meistens dann, keine Ahnung, 30 Sekunden im Match sind oder sowas. Siehe Godfather oder keine Ahnung was. Ja, wie gesagt, bin da ein bisschen anderer Meinung, weil wenn ich lebe halt für die Überraschung im Wrestling. Das ist das Einzige, was mich an der WWE aktuell noch ein bisschen reizen würde. Gut, Max, hast du sonst noch ein anderes Thema? Ja, ich denke mal, du hast ja gesagt, du bist nicht so auf YouTube, meinst du die Sachen unterwegs oder auch internetmäßig unterwegs, aber ich denke mal, vielleicht hast du das auch in den letzten Tagen mitbekommen. Mit Matt? Da gab's ein, ja. Ja, das habe ich mitbekommen, aber auch, aber auch ist gestern. Na, okay, das ist ja nicht so schlimm. Ja. So, deine Meinung zu dem Ganzen. Wie viel hast du mitgekriegt? Naja, also ich habe das Originalvideo habe ich nicht gesehen, aber ich habe halt Ausschnitte gesehen beim Trashpack und, keine Ahnung, gibt's da diesen Hashtag, ne, wir gegen Homophobie. Mhm. Ja, also erstmal verstehe ich den ganzen Wirbel darum nicht, weil Assis und Idioten gibt's immer wie ihn so, ne? Natürlich jetzt ein bisschen doof, der so eine riesen Reichweite hat und dass er seine riesen Reichweite dazu nutzt, um quasi Hetze zu verbreiten, dass er dann auch noch zu doof ist, um den Shitstorm zu verstehen, dass die Leute sich nicht aufregen, dass er Shireen David da geholfen hat, sondern dass er allgemein homophob ist. Mhm. Ich glaube, das hat er auch nicht ganz verstanden. Das Traurige ist ja, dass der Grund, warum er es gemacht hat, wohl wirklich nur seine neue CD oder sowas sein soll. Also einfach nur um ein bisschen Publicity zu kriegen. Ist das wirklich eine Straftat, wenn man sagt, dass man, das weiß ich nicht, das, was man eine Meinung hat, ist das wirklich eine Straftat, wenn man sagt, man toleriert die und die nicht? Aber wenn man dann einfach nichts macht? Das ist nicht unbedingt, das kann Volksverhetzung unter anderem sein, Beleidigung, Volksverhetzung, je nachdem, wie man sieht, klar. Eine Beleidigung ist keine Meinung. Ja. Okay. Ja, aber er kann das ja bestimmt irgendwie mit Religion oder so ein Scheiß rechtfertigen. Ich glaube, da wird's ein bisschen schwierig, oder? Ist eh alles Quark, wissen wir doch alle. So. Ja, natürlich. Also meine Meinung kennst du ja, mir ist doch eh egal, welche Sexualität die Leute ausleben und so weiter. Das kommt, seid alle Friends, mir doch egal, was für, pass auf, coole Challenge. Denkt euch mal ein Geschlecht aus, was es so noch nicht gibt und schreibt es in die Kommentare und dann sagt ihr mal, wie ihr euch, oder welche prozentuale Verteilung ihr euch selbst einordnen würdet, so. Und dann denkt euch ein paar Geschlechter aus und so weiter. Das wird ganz lustig, da freue ich mich drauf. 43% Perkix? So, naja. Irgendwie sowas in der Art. Ja, okay. Und ich würde zwar jetzt anfangen gegen. Ich darf ja keine YouTuber-Bashing mehr betreiben. Doch, auf geht's. Nein. Auf geht's. Kontroverse. Erstens macht das jemand anderes. Zweitens darf ich es ja selbst bei Paraflo nicht mehr, nachdem sich bestimmte YouTuber beschwert haben, dass. Was passiert? Was passiert? Ja, es sind ein paar. Bestimmter jemand, der mich sehr mag. Und den ich sehr mag, wenn es in Sachen Wrestling geht, hat sich wohl bei Para schon beschwert. Das hast du selbst gesagt, Para. Warum denn immer Paras Stream in so ein Bashing von einem bestimmten YouTuber, der früher Live-Reactions gemacht hat und heute Live-Reviews macht, warum das immer in so ein Gebäsche ausartet.
Vor allem, wenn so ein paar bestimmte Leute mit dabei sind. Ja, das kommt davon, wenn Flo immer die Leute auch einfach in den Discord lässt. Ja, sonst wäre bei dem auch nichts los. Also, Was willst du das ist machen? halt einfach so. Was willst du machen? Aber, ja. Alles gut, alles Aber gut. geht, nee, YouTuber, das kann jemand anderes machen. Soll ich Das kann ihn Roman machen. Der hat da reinholen? ein bisschen mehr Sachen dazu. Ja, okay. Und über Edeljobber sage ich nichts. Das ist selbst unter meiner Würde. Gut, damit bin ich dann auch weg. Alles klar, Max, hat mich gefreut. Wir hören Tschüss. uns. Ciao, ciao. Da ist er wieder weg. So, pass auf, Leute. Ich habe gerade erfahren, dass ich meine zweite Note von diesem Semester bekommen habe. In 3D-Design. Ich habe zwei Prüfungen oder zwei Noten in diesem Semester gemacht. Das wenige, was ich, wo ich in der Uni war. Ich war quasi gar nicht in der Uni letztes Semester. Trotzdem zwei Prüfungen gemacht. Ich habe Informatik tatsächlich bestanden. Dort meine Prüfung abgelegt. Dort hängen die Note zusammen mit den Übungen, die ich gemacht habe. Dort habe ich die letzte einfach gar nicht gemacht, weil ich auf die keinen Bock mehr hatte. Auch meine Gruppe nicht. Und bei der Prüfung, und die Note setzt sich irgendwie ganz komisch zusammen. Irgendwie die Prüfung 65% und die Übung der Rest oder irgendwie sowas in der Art. Und bei der Prüfung habe ich von den 70 Punkten, die da gemacht werden konnten, 32 oder so. So richtig schlecht. So, und jetzt gucken wir gemeinsam. Achso, da habe ich 3,3 oder so abgeschnitten. Und jetzt habe ich 3D-Design. In 3D-Design, da mussten wir überhaupt keine Prüfung machen. Dort haben wir einfach Übungen gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was der Franz dort für eine Note hat. Was sagt mein LSF, das ist unsere Plattform, Leistungsstand und Bescheinigung. Ich habe in Real Design eine 1,3 mit zwei Übungen. Das war schön. Das war das beste Fach ever. Ich war auch wirklich da bloß dreimal da und den Rest habe ich mir durch YouTube-Tutorials angeeignet. Das war wirklich eines der easiesten Fächer. Super schön. Naja, immerhin. Gut, dann lade ich jetzt den guten Roman ein. Leute, ruft an, wenn ihr Bock habt. Ja, dann ist der Roman dran und wenn der Roman hätte jetzt theoretisch 17 Minuten Zeit. Alles und Dings kommen anscheinend nicht mehr. Ach, keine Ahnung. So. Hallo, Roman. Ich habe das Wort Würde gehört, das ist doch. Warte nochmal. Du warst wieder weg. Ich habe gesagt, ich habe das Wort Würde gehört, das ist doch genau mein Stichwort. Würde? Habe ich gerade Würde gesagt? Nein, aber Max hat Würde Ach gesagt. Das so. ist unter seiner Ach, Würde. das war. Entschuldigung. Kurzer Gedächtnis, du kennst mich. Was geht ab? Möchtest du heute den Edeljobber bashen oder wer ist heute dran? Nein, das mache ich nur auf meinem Kanal. Das möchte ich Gut. sonst nicht. Aber ich möchte gerne mit dir über Erlebnis Amerika reden. Hast du Okay. schon mal von Erlebnis Amerika gehört? Ja, ich habe wirklich nicht viel von denen gehört, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Erklär doch mal die Situation von Anfang an und wie das zustande gekommen ist. Erlebnis Amerika ist wohl ein Reiseunternehmen, ähnliches, was Leuten anbietet, Wrestling-Reisen zu machen, wo Unter sie viel anderem. Geld dafür lassen dürfen, denn dorthin zu fahren und die Shows zu genießen. Genau. Also so, Dieses so, so, Unternehmen. also sozusagen, man möchte zu WrestleMania und dann geht man einfach zu diesem Unternehmen und sagt, okay, organisiert einfach alles für mich und man gibt denen Und die sagen, dann gib uns 2000 Euro und dann machen wir das. genau, So. dann machen die ein Hotel, Flug hin und zurück und irgendwelche anderen Erlebnisse und dann kann man sich alles so zusammenbuchen oder keine Ahnung. So, weiter Genau. geht's. So, und das wurde wohl vorher von jemand anders betrieben und ist wohl verkauft worden, weil derjenige nicht mehr gesundheitlich das geschafft hat. Ja. Bis dahin alles gut. Ab dem 15. letzten Monats, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach nicht mehr erreichbar für niemanden. Was heißt erreichbar? Die Website oder wie oder? Sie antworten nicht auf E-Mails und du Ach kannst da so. nicht mehr Ach anrufen. so, nicht erreichbar. Okay, also es ist einfach, okay, Support eingeschlafen. So, mit der Begründung, ja, wir müssen uns umstrukturieren und so. Und für viele sieht das halt momentan, als ob sich da jemand einfach ein bisschen Kohle gegriffen hat und gesagt hat, Arrivederci, Kinders, selber schuld. Es ist wohl so weit, ich habe es in den Kommentaren unten gelesen, drunter, unter diesem langen Post, dass sogar der ehemalige Besitzer jetzt wohl eine Strafanzeige wegen Betrugs gemacht hat. Okay, wow. Und man muss dazu sagen, Erlebnis Amerika, die haben halt, bevor sie den Besitzer gewechselt haben, auch so wahrscheinlich so sich über die Zeit so eine Stammkundschaft aufgebaut, ne? Sie hatten die Stammkundschaft halt vorher und Meine dann ich ist der auch. Besitzer gewechselt und jetzt
sind die natürlich alle ein bisschen pisst. Natürlich doof, wenn man in einer Royal Rumble Review dazu fett Werbung gemacht hat vorher. In der Mitte ungefähr. Ja. Das sieht halt für einen, das sieht halt immer ein bisschen doof aus. Mit Leuten, die vielleicht, also anscheinend, möglicherweise Betrug begangen hat, denn zusammengearbeitet hat. Aber Royal Rumble, wenn du sagst, das ist ja danach oder davor gewesen. Da kann ja Perky nicht wissen, dass sie Betrüger sind, oder? Ja, aber ich würde es zum Beispiel mittlerweile rausnehmen. Also ich rausnehmen finde ich schwierig, dann einfach mal eine alte Review hochladen, aber vielleicht ein Statement oder sowas zu machen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, einfach so, oder? Also man sollte sich zumindest mal zu der ganzen Situation, ne? In irgendeiner Form beteiligt war. Ja. Ja. Oder wenn man Content klaut, wäre ich auch gut. Da war ja der Beste. Egal. Genau, das ist halt auch, wenn man dann halt schon. Franz geht schon weg, der hat schon keinen Bock mehr, ich sehe es gerade. Wenn man sich dann auch noch erwischen lässt über Monate, dann ist das halt schwierig. Wie man auf die Idee kommt, ist noch eine ganz andere Frage, weil man eigentlich als jemand mit so viel Wissen, dass derjenige dann einen voll an den Nüssen hat. Aber sowas von. Naja. Aber gut, was soll man machen? Gut, gut, gut. Oh je. Du machst es doch auch nicht. Nee, also nicht so dreist. Natürlich glaubt man schon so teilweise Sachen. Als YouTuber glaubt man ja immer so Bilder für Thumbnails oder so. Aber nicht so dreist so Sachen von Leuten, wo jetzt wirklich ultra viel Arbeit drinsteckt, so wie in Animationen und so und dann als eigene ausgeben. Das macht man ja nicht. Ich habe mir auch ein bisschen mit dem Lunatic French geschrieben danach. Achso, das ist der, die Animation macht. Woher kommt er? Frankreich. Frankreich, okay. Deshalb French. Ja. Soweit ich das jetzt verstanden habe, zumindest. Okay. Und er meinte wohl, Perkix hat wohl dafür bezahlt. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich kann ja auch nicht zu Aldi gehen, mir eine Cola rausnehmen, trinken, rausgehen und dann irgendwann sagen, oh, tut mir jetzt aber leid. Ich bezahle sie natürlich noch im Nachhinein. Schwierig. Naja, wenn du doppelte dann zahlst als die wert sind, finde ich schon okay. schwierig. Schwierig. Ich freue mich, da ich ja nicht zum Karat fahre, weil ich glaube, ich das Geld lieber anzünden würde oder so. Wenigstens rauch. Ja. Bin ich natürlich bei der GWF. Unsere Ehre hochhalten. 11. März, Kesselhaus in der Kulturbrauerei. Jo. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Und wie das Setup ist und wie viele Leute da reinpassen und keine Ahnung. Meiner Meinung nach könnte es ein Ticken zu groß sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Vielleicht war ja schon mal jemand da. Dann kann er es gerne mal dazu. Ja, ich war ja früher bei Konzerten halt da. Aber ich meine jemand, der vor kurzem da war und for sure ganz sicher weiß, wie das da so aussieht. Kann ja auch sein, dass sich da was geändert hat. Genau, also abstimmen natürlich für den nächsten GWF-Präsidenten, Rambo genau. Oder Ahmed. Vote for Rambo. Und besonders freue ich mich auf die Frauenshow, da sind viele interessante Damen bei. Ja. Katie Harvey, da freue ich mich sehr drauf, die mal zu sehen. Die wurde mir wärmstens empfohlen. Von wem wohl? Von wem wohl? Wer könnte das gewesen sein? Jamie Hayter ist auf jeden Fall da. Ja. Und Juvenile X ist dann bei Chaos City, wenn ich das richtig gesehen habe. Was mich ja sehr erstaunt, weil ich habe ja eigentlich mal gehört, dass die NEWler nicht so häufig außerhalb von der NEW irgendwas machen. Ja, na, ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen mehr geöffnet. Vor allen Dingen also Eichner auf jeden Fall, Oliver Carter und also Mr. Exotic, Erotic und Juvenile X sind so die Leute, die auch jetzt immer mehr auch außerhalb tätig sind. Auch teilweise in England schon waren. Und ich denke, dass dort irgendwie die Policy, die Philosophie sich ein bisschen geändert hat, was ich aber auch gut finde. Weil bei der NEW sind echt coole Leute dabei und echt talentierte Leute. Und die auf jeden Fall eine Chance hätten, erstmal auf dem deutschen Markt sich zu etablieren und im englischen oder allgemein operischen sowieso. Und ich muss dir mal sagen, ich finde es persönlich sehr gut, dass du als Teil der GWF dich da nicht zu den Sachen so äußerst, wie es andere Leute tun. Das finde ich super. Nochmal, zu was jetzt? Ja, so zu allem allgemein. Also, du hältst dich ja nun im Endeffekt, du machst zwar Werbung, aber ja. Du hältst dich mit deiner Meinung sehr bedeckt.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist. Das finde ich wichtig, wenn man in Verbindung mit einer Promotion steht und für die arbeitet oder irgendwas macht im Endeffekt. Weil das sieht sonst immer so aus, als ob man versucht, seine Promotion zu verteidigen und damit verlierst du immer automatisch. Hm. Ja klar, naja, ich bin ja auch nicht meistens so doll drin und hab dann auch meistens, keine Ahnung, ich bin ja auch so oder so meistens sehr meinungslos, von daher passt das ja. naja. Franz sagt auch, dass er für die GWF arbeitet. Ja, so ist das. Gut. Roman. was war dein letzte Monday Night Hate Ausgabe war gegen YouTuber, ne? Nee, ich hab mich nochmal geändert, weil mir, ich hab mal zu dieser Heel-Face-Thematik. Das war das, genau, Entschuldigung, ja. Weil mir das erstmal einfach wichtiger, weil dann habe ich noch eine Sonderausgabe gemacht zum Thema Schwulenhass, weil das einfach gut gepasst hat. Ja. Und YouTuber kommen aber auch noch. Cool. Das macht den Leuten noch am meisten Spaß, ich weiß es doch. Let's bash YouTubers. Let's bash. Was hat es eigentlich hiermit auf sich? Robert Kaiser. Übrigens, ich bin ja der neue beste Freund von Robert Kaiser. Ich hab's ja noch gar nicht erwähnt. Ich habe ihn, oder mich hat er letzten oder in den letzten Wochen jemand angeschrieben und auch mit so Robert Kaiser ähnlichen Nachrichten. Und ich hab mir, wer ist er denn so, ne? Ich hab dann auch nicht weiter aufs Profil geguckt und so weiter. Und dann kam nochmal so eine Nachricht nach der Zeit. Und dann hat er dann irgendwann aufs Profil geguckt und hat gesehen, das ist ja Robert Kaiser, bloß mit seinem echten Namen, der mir bei Facebook als Freund da. So. Der ist aber groß, also ich find's halt großartig, wie er in Gimmick arbeitet. Das ist ziemlich, ziemlich super. Vor allem noch mit seinem echten Namen weiterhin im Gimmick bleibt, das ist unglaublich. Ja gut, das war jetzt, ist vielleicht nicht so schlau, ne? Ja. Also, aber er antwortet mir ja auch öfter dann in Gimmick und das ist einfach großartig. Robert Kaiser, ey. Naja, vielleicht kann er auch mal hier. Also, Herr Kaiser, ich fordere Sie höflichst auf, ich frage Sie, ich bitte Sie höflichst, doch einmal Teil dieser Sendung zu sein, um nicht diese Propaganda, die Sie immer so titulieren, zuzulassen, sondern genau, auch mal Kaiser, nochmal Gegenwind da zu lassen. Ich biete Ihnen die Plattform, die Sie verdienen. Ja. Los, Kaiser, stell dich, komm dich, trau dich, ich bin auch hier, ich warte auf dich. Das wird lustig. Und dann möchte ich natürlich noch sagen, auch wenn du jetzt hier natürlich dein kleines Turnier abhalten musst, niemand wird mir diesen fucking Gürtel wegnehmen, weil man hat doch letztes Mal schon gesehen, dass sie keine Chance hat, dass sie einfach zu schlecht sind, um sich mit mir abzugeben bei 2K17. Viva la El Comandante Molucco Berlin. Ah, schön. Fantastisch. Gut, Roman, dann. Dann will ich mal jetzt den großen Andrang in der Lappenalarm-Wartehalle Platz machen. Jo, da sind genau Zero. Perfekt. gut, haust rein. Ciao, ciao. Okay, ciao. So, das war der Roman. Das ist die Frage. Ich glaube, der Tim und der Alex, die kommen jetzt hier nicht mehr. Von daher kann ich, glaube ich, jetzt auch noch mal ein bisschen. Dann kündige ich einfach selber an, was ich beim Karat mache. Wo haben wir das denn? Hat WXW schon selber angekündigt? Wartet mal. Also, wenn ihr jetzt noch anrufen wollt bei Lappenalarm, jetzt ist die letzte Chance. Ich gebe nochmal den Link. Ansonsten mache ich gleich zu. Die Kacke hier. Hier ist der Link dafür, wenn ihr mit mir labern wollt. Wo haben wir das? WXW. Okay, ich lese einmal vor. Wenn ich das finde. Oh Gott, ey. Das muss es sein. Okay. Damit sind wir noch nicht fertig. Von Donnerstag bis Montag werden Alexander Flöter von Wrestling Plus, Tim Petrowski von GF The Talk und Verena Fischer von WXW in Essen bzw. Oberhausen ihr Studio beziehen und werden euch das gesamte Wochenende mit Live-Schaltungen über YouTube versorgen. Die drei präsentieren euch ihre Eindrücke vom 16 Karat Gold und werden Medienvertreter, offiziell und Wrestler zu Gast haben. Wir stellen euch hier vorab einen Sendeplan mit den exakten Live-Schaltungen von WXW 16 Karat Gold TV zur Verfügung. Dieser Service ist für daheimgebliebene sowie für Karat-Besucher völlig kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. So, und das, ja, genau, da bin ich mit dabei. Und zwar mache ich dort die Technik. Ich bin dort im Hintergrund. Genau, das ist das große
Ding da. Dort mache ich live schalten, so wie ähnlich wie bei Knockout Live mit mehreren Kameras. Werde Interviews dort zeigen mit den, glaube mit den WXWlern oder wer auch immer dabei ist. Keine Ahnung. Ich mache da bloß das, was mir gesagt wird. Aber es wird ganz lustig. Viele neue Leute werde ich kennenlernen. Auch mal eine Erfahrung für eine andere Promotion zu arbeiten. Und ja, das mache ich da. Gut. Haben wir was? Sind wir damit durch? Ich glaube, keiner möchte mehr. Haben wir noch im Discord irgendjemanden, der mit mir labern möchte? Natürlich niemand. Dementsprechend verabschiede ich mich erstmal. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Demnächst aktuell regelmäßige Videos sieht eher schlecht aus. Tut mir leid. Der Stand bleibt weiterhin der gleiche. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag, Abend, wie auch immer. Wir sehen uns dann demnächst irgendwann wieder. Ich hoffe, dass ich nächste Woche irgendwie Zeit finde, noch für Lappenalarm oder für irgendwas anderes noch, denn ich bin nächste Woche schon ab Donnerstag unterwegs zum Karat und dementsprechend, oder die Veranstaltungen, die dort herum passieren. Deswegen muss ich Mittwoch alles fertig machen, auch für Chaos City und für Women's Wrestling Revolution 3, wo ich ja leider nicht sein kann, dementsprechend, also da muss ich alle fertig machen. Das wird noch ein bisschen stressig und andere Sachen habe ich auch noch zu erledigen. Ich gucke noch mal eben, ob ich gerade parallel auch noch eine Ankündigung machen kann. Ist das jetzt schon raus? Wartet eben. Wahrscheinlich eher nicht, denn die nächste Zeit kommt noch eine Ankündigung, wo ich mitgewirkt habe, noch bei einer anderen Promotion. Ach, kann ich ja sagen, hat was mit GSW zu tun, wurde ja hier schon gesagt. Ende April, 29. April bin ich in Marburg bei der GSW, werde dort mitwirken, in welcher Art und Weise, kriegt ihr noch mit. Aber falls ihr am 29. noch nichts zu tun habt und ihr in Hessen wohnt, könnt ihr dort gerne hin. Guck mal eben, ob Ankündigung dazu schon raus ist oder ob das schon öffentlich ist. Spätestens zum Karat gibt es dort die Ankündigung, aber aller spätestens irgendwie sowas um den Dreh. Mal gucken. Naja, sieht nicht danach aus. Na, der vollen Weg wieder nichts geschafft. Ist unglaublich. Gut, das war's. Haut rein. Bis dann. Ich bin nicht der Zuschauer-Service, nein. Wie viel zuvor. Haut rein. Ciao.